Es gibt sie überall in der Schweiz. Sie bewahren einzigartige Naturlandschaften, erhalten Traditionen, fördern Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die Naturperke der Schweiz. Von insgesamt 20 Perken mit nationaler Bedeutung zeigen wir Ihnen 5. Wir, das sind eine Moderatorin und 2 Moderatoren aus verschiedenen Landesteilen der Schweiz. Alain Orange für RTS, Binja Silberschmied für SRF und Christian Bernasconi für RSI. In einer Gemeinschaftsproduktion der SRG entdecken Sie die Naturperke der Schweiz. Der Wildnispark Zürich-Sihlwald ist ein über 1000 Hektar großer Buchenwald und liegt zwischen Zürich und Zug. Das seit 2010 mit dem Label Naturerlebnispark versehene Gebiet umfasst 72 Kilometer Fußwege, fast 60 Kilometer Fahrradrouten und über 54 Kilometer Reitwege. 2021 zählte er nahezu 700.000 Besucherinnen und Besucher. Unsere Moderatoren und die Moderatorin treffen sich im Naturparkzentrum. Es ist abgemacht, dass alle ihre eigene Sprache sprechen. Salut, Binja. Hey, hoi zusammen. Ciao, Binja. Sportlich? Sind wir mit dem Velo gekommen? Aber sicher. Ja, wir haben ein sportliches Programm und uns mit dem Velo schon mal in Form gebracht. Also gut, ein bisschen beschissen haben wir ja schon. Ein bisschen elektronische Unterstützung. Schon, aber wir wollen ja auch die umweltfreundliche Mobilität fördern. Also gut, das ist das Argument. Ich würde sagen, wir sind ready, wir sind bereit, um zusammen mit Ihnen, zusammen mit euch in das Abenteuer zu starten. Wir besuchen 5 Parks von nationaler Bedeutung. Und wir starten zusammen im Sihlwald. Das ist ein Park hier gerade in Stadtnähe von Zürich. Danach geht's nach Graubünden ins Kalankatal, gefolgt vom Parc du Doubs in den Franche-Montagne. Weiter geht's dann ins Entlebuch und dann in den Schweizerischen Nationalpark im Engadin. Aber jetzt auf in den Sihlwald. Andiamo. On y va, à plus tard. Und ich treffe hier die Geschäftsführerin vom Wildnispark Zürich, Karin Hindelang, selber Biologin. Sie sind jetzt hier quasi in ihrem natürlichen Arbeitshabitat im Sihlwald. Herzlich willkommen, Frau Silberschmidt, im Sihlwald. Danke vielmals. Was macht der Sihlwald zu so einem besonderen Wald? Es ist eine ganz spezielle Landschaft, weil er seit über 20 Jahren nicht mehr genutzt wird. Also ein Wald, der wieder sich zum Naturwald entwickelt, der wieder zur Wildnis darf werden. Und das ist für uns auch ein grosses Abenteuer, weil da neue Lebensräume entstehen für Tiere und Pflanzen, aber auch ein spannender Ort für die Menschen. Er wird im wirtschaftlichen Sinn nicht mehr genutzt. Es ist ein Naturwald und eben Menschen haben drin Platz in diesem Wald. Wie funktioniert denn das Zusammenspiel von Mensch und Natur? Das ist uns ganz wichtig, dass das zusammenspielt, weil wir ja hier im Ballungsraum zwischen Zürich und Zug sind und das uns auch ausmacht. Und die Leute sollen zu uns kommen können, dass sie ein authentisches Naturerlebnis haben. Und das ist nur dann möglich, wenn man eben gewisse Regeln hat in so einem Wald, wo auf der einen Seite die Natur sich frei entwickeln kann, in der Kernzone, Menschen dort beobachtend auf dem Weg bleiben. Und in den Umgebungszonen aber, das ist etwa die Hälfte des Waldes, darf man vom Weg weg, darf man wirklich auch die Wildnis hautnah erleben. Es hat Feuerstellen, man kann sich erholen, geniessen und das alles auf sich wirken lassen. Ich bin gespannt auf die Wildnis und lassen wir das natürlich sehr gerne zeigen, quasi vom Waldprofi. Gehen wir freu mich. Gehen wir. Dort muss man ein bisschen klettern bei uns. Ja, eben. Also da
Es wird jetzt hier gerade noch etwas massiver. Liegen Baumstämme zum Beispiel einfach direkt auf dem Weg? Ja, also auf den offiziellen Wanderweg tun wir es leicht aufsagen, dass man auch mit einem Kinderwagen noch durch kann. Aber okay, so quer bleiben sie liegen. Man sieht wirklich werden und vergehen, wie die Bäume sterben, weil sie aber gleichzeitig auch Lebensraum bieten. Man sieht hier Höhlen, wo Vögel oder andere Höhlenbrüter drin sind. Man sieht auch Holz, das sich langsam zersetzt. Sieht und dann wieder vermacht. Genau. Sieht man ganz gut, wie sich das Holz zersetzt oder auch gefressen wird. Jetzt, wenn da alles so liegen bleibt und die Natur sich selber überlässt, wird dann nachher, also ist das auch gefährlich, wenn man jetzt eben von Seiten Mensch her sich in diesen Wald hinein bewegt? Es ist natürlich so, dass man ein bisschen achtsam muss durch den Wald laufen, weil da hängt auch Totholz mehr in den Bäumen. Es liegt am Boden, etwas ist vielleicht noch nicht ganz umgekehrt. Und durch das, gerade wenn es ein bisschen luftet oder ein bisschen stürmt, sollte man eigentlich nicht mehr bei uns im Wald, weil das eine Art Naturgefahr ist, die tatsächlich gefährlich werden kann. Aber ich glaube, man wird automatisch achtsamer, wenn man durch den Wald läuft, weil man halt die Beine lupfen muss. Weil man wieder mal etwas sieht, wo man sich nicht gewöhnt ist in einem Wirtschaftswald. Und durch das bewegt man sich langsamer und auch sorgsamer. Man muss sich einfach bewusst sein, dass die Natur hier wieder am Wecken ist. Genau. Ja. Danke vielmals. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Ja, danke Ihnen. Und ganz einen schönen Aufenthalt. Danke vielmals. Merci. Ich war schon so zwei, drei Mal in diesem Wald, im Silwald, aber immer mit dem Bike. Jetzt bin ich das erste Mal hier zu Fuß unterwegs. Und ich bin sicher jemand, der zum Abkommen, da gehe ich immer raus in die Natur. Aber in der Regel gehe ich rauf, also eher so in die Berge. Ich habe gerne die Weite. Und im Wald wird es mir einmal schnell so ein gefühlt, so ein bisschen eng. Aber offenbar gibt es ja ganz viele Menschen, die hier sehr gut runterkommen können, zur Ruhe kommen können. Entspannen und ich lasse mich jetzt auf das ein und schaue, ob das mit mir auch passiert. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon erstaunt, wie viel Licht das es hier hat. Das satte Grün, wo da alles am Wachsen ist im Moment. Es gibt ein gutes Gefühl und die Vögel zwitschern. Das ist auch sehr toll. Also, ich bin gespannt, was mein Gefühl am Schluss ist. Dieses Museum erzählt uns die bewegte Geschichte des Silwaldes, der seit Beginn des 14. Jahrhunderts der Stadt Zürich gehört. 700 Jahre lang lieferte er Holz zum Heizen und zum Bauen. Erst als die Holzpreise in den 60er und 70er Jahren zusammenbrachen, entstand die Idee, das ganze Gebiet der Natur zurückzugeben. Ein gewagter Traum eines visionären Forstingenieurs, unterstützt von einem Politiker, den wir später noch kennenlernen werden. Guten Tag, Frau Mirella Wepf. Sie sind hier für die Kommunikation zuständig. Ich liebe alte Stummfilme und bin hier voll auf meine Kosten gekommen. Der Film von 1913 zeigt, wie schwierig es damals war, das Holz nach Zürich zu bringen. Der Film ist tatsächlich auch für mich das Highlight in diesem Museum, weil man sieht, wie streng die Männer dort drin gearbeitet haben, die körperliche Arbeit, aber auch die findige Art, wie sie das Holz aus dem Wald rausgeholt haben. Also es hat eine kleine Waldbahn gegeben, die mit Ochsen aufgezogen worden ist. Es hat eine Art Rutschbahn gegeben, wo das Holz runtergeschädert worden ist. Man sieht aber auch, dass Kinder hier gearbeitet haben. Und man sieht all die Gebäude oder einmal einen Teil von diesen Gebäuden, der noch steht, dass die Vergangenheit irgendwo auch heute noch präsent ist. Wir können uns kaum mehr vorstellen, wie schwierig es so eine große Maschine damals war. Warum ist es so wichtig, diese Geschichte den Menschen von heute zu erzählen?
Es gibt verschiedene Komponenten. Also das eine ist irgendwo auch der Respekt zu sehen, wie hart die Menschen früher ihr Leben bestritten haben. Also die körperliche Arbeit, die man noch prestieren musste. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch einen Eindruck für das Gesicht vom Silwald, den er heute hat. Also man hat Fichten gepflanzt an einem Ort, wo vielleicht gar nicht so geeignet ist für Fichten. Und die sterben im Moment durch die Hitze Sommer ab. Es gibt beides. Eben das Verständnis für unsere Vergangenheit, für unsere Vorfahren, aber auch für das Gesicht des Silwald, wie er heute hat. Hier arbeiten viele Menschen mit vielen Berufen. Wie groß ist das Team? Da sind wir 45 Personen total. Und im Naturpark zu arbeiten, das ist kein Beruf wie jeder andere. Da braucht es bestimmt viel Leidenschaft. Das stimmt, das ist so. Vielen Dank, Mirella Wepf. Ich schaue mir den Rest noch an. Viel Spaß. Diese Abholzungswerkzeuge sind Zeitzeugen der damaligen Nutzung des Waldes. Nicht weit vom Museum entfernt wird das Frischwasser der Sihl dazu genutzt, den Besucherinnen und Besuchern eines der scheuesten Säugetiere der Schweiz zu zeigen. Noch bis vor kurzem war er hier in der Schweiz ausgestorben. Christian macht sich auf die Suche. Und der verspielte Fischotter lässt sich auch schon blicken. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Darf ich mit dir rein? Okay, grazie. Achtung drauf? Ja. Sind das Weibchen oder Männchen? Sind sie ein Paar? Und wie alt sind sie? Ja, wir haben hier zwei Tiere bei uns, ein Männchen und ein Weibchen. Das Weibchen ist schon 12-jährig und das Männchen ist 11-jährig. Wollt ihr für Nachwuchs neue Tiere dazu holen? Ja, also die zwei die dürfen noch bei uns bleiben, aber es ist eigentlich gedacht, dass wir in diesem Jahr noch neue Tiere holen, die wir dann auch wieder züchten werden. Wir sind im Tierpark Langenberg, der zum Wildnispark gehört. Finden die Fischotter hier ihren natürlichen Lebensraum vor? Genau, ja. Es ist ja so, dass wir eigentlich die Tiere möglichst im natürlichen Umfeld zeigen. Und das ist natürlich das Ziel, da genau das Richtige. Da gehört der Fischotter her. Ja. Wie oft am Tag füttert ihr? Grundsätzlich können wir als Tierpfleger eins pro Tag hierher. Aber wir haben verschiedene Futterautomaten überall in der Anlage. Weil für den Fischotter ist es wichtig, dass er mehrmals am Tag fressen kann. Und dann hat es Futterautomaten, die unterschiedliche Zeitpunkte auslösen und so der Fischotter den ganzen Tag beschäftigt ist. Binja, Alla und Christian durchstreifen den Buchenwald an der Sihl. Jeder auf eigener Mission und auf der Suche nach weiteren spannenden Begegnungen und Erlebnissen. Nach dem Gespräch mit dem Tierpfleger trifft Christian im Herzen des Waldes einen Forscher, der sich mit der außergewöhnlichen Artenvielfalt befasst. Denn Forschung ist Teil der Zielvorgaben eines Parks von nationaler Bedeutung. Buongiorno Thibault. Buongiorno Christian. Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. Wie ich sehe, hast du gerade eine Falle aufgestellt. Ja, das ist eine Insektenfalle. Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit fliegen auch die Insekten wieder. Deshalb hängen wir solche Trichterfallen auf. Die Insekten fliegen gegen die Scheiben und fallen in den Trichter mit der Flüssigkeit. Wozu dient ein solches Forschungsprojekt? Wir werden eine ganze Reihe solcher Fallen installieren.
Das ist Teil des Biodiversitätsmonitorings im Seelwald. Dieses Monitoring beobachtet einerseits Insekten, andererseits aber auch Pilze, Moose und Flechten. Die Beobachtungen werden flächendeckend durchgeführt. Es gibt zwei Projekte. Das eine vergleicht die Entwicklung eines bewirtschafteten Waldes mit der Entwicklung eines Naturwaldes. Und das andere verfolgt die langfristige Entwicklung des Seelwaldes zum Naturwaldreservat. Gibt es bereits erste Ergebnisse? Ja, wir haben bereits mehrere Resultate. Ein Jahr lang haben wir holzbewohnende Käferarten gesammelt, also Käfer, die in alten Bäumen und im Totholz leben. Im Seelwald haben wir über 350 Arten solcher Käfer gefunden. Weiter konnten wir über 400 Totholzpilze inventarisieren, sowie ungefähr 150 Flechtenarten und 150 Moosarten. Das zeigt uns, dass im Seelwald eine sehr große Artenvielfalt besteht. Wie wichtig ist die Forschung hier für die Wissenschaft? Der Seelwald ist ein Buchenwald und damit typisch für das Schweizer Mittelland. Buchen werden normalerweise wirtschaftlich genutzt. Hier aber haben wir das größte Naturwaldreservat des Mittellandes, in dem wieder Prozesse in Gang kommen, die im Nutzwald verloren gingen. Es entsteht Totholz, was zahlreichen Arten Entwicklungs- und Überlebensraum bietet. Für solche Forschungsarbeiten braucht es das innere Feuer. Was motiviert dich an deiner Arbeit am meisten? Bei mir sind persönliche und wissenschaftliche Motivation stark vermischt. Ich liebe die Arbeit in einem System, das sich in ständiger Evolution befindet. Nach dieser ersten Bestandsaufnahme werden wir in 10 Jahren weitere Beobachtungen durchführen und sehen, wie sich die Artenvielfalt in dieser Zeit entwickelt hat. Werden neue Arten den Seelwald besiedeln? Kommen frühere Arten wieder zurück? Können sich neue Arten innerhalb größerer Populationen entwickeln? Ich finde es unheimlich interessant mitzuverfolgen, wie ein über sehr lange Zeit exzessiv genutzter Wirtschaftswald langsam aber sicher wieder zu einem, ja, ich würde sagen, zu einem Urwald zurückverwandelt. Vielen Dank, Thibaut, und gute Arbeit. Danke dir. In der Tiefe des Waldes entdeckt Christian, der von Haus aus selber Biologe ist, vieles, wovon der Forscher gesprochen hat. Hier eine geschützte Art, ein Feuersalamander, der in den sauberen Bächen des Waldes seine Jungen zur Welt bringt. Sowie andere Lebewesen, die für die Zersetzung des Totholzes eine Rolle spielen. Nicole, du sagst, im Wald sagt man sich du und der Rangerinnen und Ranger sowieso. Ja. Was macht eigentlich eine Rangerin? Was ist dein Job? Wir haben ganz viele verschiedene Aufgaben. Also wir sind hier im Schutzgebiet unterwegs. Wir machen Führungen, wir machen Unterhaltsarbeiten, aber auch Naturschutzaufwertungen. Und, also alles, was irgendwie anfällt. Ja, zum Beispiel Wägli unterhalten, wenn jetzt irgendwo das Wasser durchläuft, was nicht sollte. Okay. Mit in den, Führstellen unterhalten, also die ganzen Erholungseinrichtungen, Bänkchen flicken und so weiter. Aber dann habt ihr auch noch einen Aufsichtsjob. Genau, und das ist wie der Hauptjob eigentlich. Das machen wir immer, egal wo wir gerade unterwegs sind und was wir machen immer Naturschutzaufsicht. Das heisst, wir schauen, dass die Leute, die sich hier erholen, dass sie sich auch an die Regeln halten zum Schutzgebiet. Und jetzt hast du da gerade gehalten bei so einem Signet. Was heisst jetzt das? Also wir haben hier das Bike, also das Velo- und Ross-Verbot. Die dürfen jetzt hier nicht durch. Die müssen den Weg, der unten durchgeht, benutzen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Regel, die hier im Schutzgebiet gelten. Wir haben aber auch zum Beispiel Leinenpflicht, die für die Hunde gilt. Wir dürfen nicht überall Feuer machen, sondern nur bei den bestehenden Feuerstellen, die markiert sind. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass sich bei weitem nicht alle Menschen hier im Wald an diese Regeln halten. Wo gibt es denn am meisten Konflikte?
Also im Moment halten uns Biker recht auf Trab, weil es gibt so illegale Trails, die uns zum Teil durch die Kernzone durchführen. Und das zerschneidet halt immer gerade Lebensräume von Wildtieren. Also zum Beispiel Rehe hat man gut erforscht. Und man hat herausgefunden, dass eigentlich bei jedem Weg kann man einen 50 Meter breiten Streifen, also auf jede Seite 25 Meter, wegzählen vom Lebensraum, wo sie sich natürlich verhalten können. Und wenn man halt dann noch neben dem Hauptweg noch Querwege hat, wo man dann den 50 Meter breiten Streifen hat, dann fällt halt sehr viel weg. Du musst ja wahrscheinlich auch noch eine recht dicke Haut haben, um diesen Job auszuüben. Was treibt dich an? Wie bist du Rangerin geworden? Also ich habe Gärtnerin gelernt und habe nachher Natur- und Umweltfachfrau gemacht und dann verschiedenste Arten gehört, zum Beispiel Vögel und Reptilien. Da kenne ich mich gut aus und so bin ich dann in diesen Job gerutscht. Also du weißt wahnsinnig viel eben auch über die ganze Natur und du gibst das Wissen auch weiter, nämlich den Kleinsten. Gehen wir doch noch zu denen. Die jungen Ranger sind voll in ihrem Element und engagieren sich im Naherholungsgebiet. Hallo zusammen. Hi. Also das sind Junior Rangers. Das machst du auch noch, eine Gruppe von Junior Rangers. Ja, genau. Also sie haben jetzt da gerade eine illegale Feuerstelle entdeckt, wo sie abräumen tun, dass da nicht nachher noch mehr geführt wird. Und okay. Sie kommen jetzt jeden Monat einmal zu uns und sind immer mit einem Ranger unterwegs. Okay. Und wer bist du? Ja, Silas. Hoi. Inja, freut mich. Wie lange bist du schon Ranger? Seit Anfang von dem Programm, also seit 2 Jahren. Okay. Bin ich jetzt schon da, und was machst du am liebsten? Ein bisschen umlaufen, Spiele spielen und etwas lernen über halt all das, was man da im Wald und so. Und willst du später auch mal etwas in diese Richtung machen oder weißt du schon ein bisschen? Ja, irgendwie so Landwirt oder Förster, einfach irgendetwas in der Natur, ja. Ah, schön. Toll. Ja, ja, hey, dann lasse ich euch jetzt die Feuerstelle vorum. Danke vielmals, dass ihr vorbeischauen durftet. Gerne. Ja, viel Spass noch. Tschüss. Ciao. Zusammen. Christian ist inzwischen weiter in den dichten Wald vorgedrungen, wo er hofft, einen Blick auf die dort lebenden Rothirsche werfen zu können. Ob ihm das gelingt? Bis jetzt nicht. Dafür trifft er Karin, die er aus seiner eigenen Forschertätigkeit kennt. Buongiorno, Karin. Oh, ciao, Christian. Ciao. Hallo, was machst du gerade? Ich suche Spuren vom Rothirsch, der hier im Silvald lebt. Und wie wir sehen, haben wir hier noch eine Saule, wo der Rothirsch gerne badet, seine Badewanne, wo er sich abkühlen kann, wenn es heiß ist, oder eben auch ein Schlammbad nehmen, um den Parasiten Herr zu werden. Quindi... Dann besteht also doch noch Hoffnung, dass ich heute einen Hirsch sehe? Ja, am Tag sieht man die Hirsche eigentlich nicht so gut, weil sie gehen eher der Aktivität des Menschen aus dem Weg, verstecken sich in einem Einstand, in einem Dickicht und kommen dann zur Nacht raus. Wenn du Rothirsch willst sehen, dann musst du einerseits auf die Spuren achten und andererseits am besten in den Tierpark Langenberg, wo auch von der Stiftung Wildnispark Zürich betreut wird. Dort kannst du sie mit 100%iger Garantie sehen. Aus deinen Erklärungen entnehme ich, dass die Rothirsche hier beobachtet werden. Werden die Wildtiere wissenschaftlich überwacht? Genau. Es gibt, der Rothirsch war ja ausgestorben in der Schweiz und ist dann so Ende des 19. Jahrhunderts wieder zurückgewandert. Und lange Zeit haben die Rothirsche nur in den Alpen gelebt und haben sich dann vom Kanton Graubünden Richtung Westen, Süden, aber auch Norden ausbreitet. Und die Ausbreitung Richtung Norden, die ist noch im Gang. Das ist die Besiedlung vom Mittelland, wo der Rothirsch jetzt wieder zurückkommt. Und seit etwa 15 Jahren spüren wir auch hier in der Region wieder Rothirsche, die zu uns kommen. Und das wird beobachtet.
Es gibt ein Forschungsprogramm, das sich Rothirsch im Schweizer Mittelland nennt. Und hier im Silwald oder in der ganzen Region beschäftigt sich die Forschungsgruppe Wildtiermanagement von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil mit dem Thema und untersucht einerseits mit Fotofallen, aber auch mit besenderten Tieren, die mit Halsbandtelemetriesender ausgerüstet sind, wie die sich verhalten, wie sie den Raum nutzen. Gibt es noch andere Tiere, die zurückgekehrt sind? Ja, wir haben ab und zu eine Gämse, die vorbeikommt. Immer wieder mal einen seltenen Gast. Der Wolf spaziert wahrscheinlich auch ab und zu aus dem Bündnerland, aus diesen Rudel Richtung Frankreich, Deutschland. Das sind so Ausbreitungskorridore, Ausbreitungsrouten, die von verschiedenen Tierarten genutzt werden. Dann mache ich mich wieder auf den Weg. Vielleicht sehe ich ja doch noch einen Hirsch. Ich wünsche dir viel Glück bei deinen Beobachtungen. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, Christian. Im Dickicht findet Christian die Rothirsche tagsüber nicht. Dafür sieht er ein paar schöne Exemplare im Tierpark Langenberg. Guten Tag, Rudi Eschbacher. Grüezi, Herr Ransch. Sie sind der Politiker, der das Projekt Silwald während Jahren vorangetrieben hat. Hier sehen wir noch eine alte Eisenbahntrasse, die zum Transport von Holz und nicht von Personen diente. Das war eine große Sache, oder? Das ist richtig. Wir haben mit diesen Wegen früher, wo es noch keine Lastwege gegeben haben, das Holz abtransportiert, wo man dann in Sil Wald geflößt hat, in die Stadt Zürich. Die Stadt Zürich war auf das Holz angewiesen als Brennholz. Und das Brennholz ist aber auch gebraucht worden, wenn es nicht gerade verbrennt worden ist, für Masten oder für Artikel, die ganz hart müssen. Für eine große Stadt wie Zürich war diese Holzfabrik vor den Toren der Stadt natürlich sehr wichtig. Ja, das ist richtig. Das ist ein wesentlicher Teil gewesen, aber mit der Zeit hat sich das geändert. Geändert in dem Sinn, dass man nicht mehr so viel Holz verbrennt hat. Öl ist gekommen, die Kohle ist gekommen, zuerst einmal. Und dann ist das Holz eigentlich nicht mehr so viel benutzt worden, nicht mehr gebraucht worden. Es ist auch nicht mehr so teuer gewesen. Und die Kosten, die wir hatten, von der Stadt Zürich her, das Holz da raus zu fällen, dann in die Stadt zu bringen oder zu verkaufen, die haben nicht mehr die Löhne überhaupt deckt. Und das hat dann den Ausschlag eigentlich gegeben, dass gerade beim Wechsel vom alten Stadtforstmeister zum neuen Stadtforstmeister Andreas Speich, man sich die Gedanken gemacht hat, sollte man da nicht etwas anderes machen mit dem Wald. Tatsächlich legte Ihnen Andreas Speich damals ein sehr gewagtes Projekt vor. Er hatte den Urwald in Afrika erforscht und wollte hier im Wald bei Zürich etwas Ähnliches machen. Wie haben Sie auf seine Pläne reagiert? Ich bin Jurist eigentlich. Habe von der Holzgeschichte nicht so viel verstanden, aber habe mir überlegt, das könnte ein guter Gedanke sein. Und da haben wir dann vertieft und miteinander diskutiert. Und ich habe ja meine Dienstchefs, die verschiedenen, die habe ich eigentlich regelmäßig bei mir gehabt, zu Sitzungen. Und wir haben das auch im Kleinkreis besprochen und sind dazu gekommen, das gehen wir weiter an. Es ist eine Notwendigkeit, es ist eine vernünftige Veränderung von dem Wald zu einer, so für eine andere Aufgabe. Ist der heutige Wildnispark so, wie Sie und Andreas Speich sich damals erträumt hatten? Oder haben Sie etwas zu kritisieren? Ja, also ich meine, zu 90% ist es das. Und zu 10% haben wir vielleicht Sachen da, wo wir Kompromiss gemacht haben. Kompromiss in dem, dass wir die Strassen noch befahrbar haben mit Velo oder mit E-Bike, die schnell fahren und so. Das hätte natürlich auch nicht dazugehört.
Ein anderer Kompromiss ist, den wir nicht fertig gebracht haben, dass die Sihltalstrasse da immer so voll im Betrieb ist, obwohl wir eine Autobahn haben auf der anderen Seite. Auch das sind Rücksichtnahmen, die man gemacht hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen dürfen wir sehr zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Das ist aber nur gegangen, weil wir Kompromiss gemacht haben, ganz kleine und nicht ins Gewicht fallende. Und weil wir auch die Gemeinden hier, dort, mit ins Boot geholt haben, indem wir dann die Stiftung gemacht haben, wo sie auch haben können mitreden. Und da die Schweizer sehr kompromissfreudig sind, hat es funktioniert. Wir gehen jetzt weiter Richtung Rooseveltplatz. Ja, gern. Hallo. Ah, hallo. Du musst Susan sein. Ja, hallo. Mir ist gesagt worden, da gibt es eine Kräuterexpertin im Wald. Das stimmt. Das bist du. Ja, das bin ich. Du weißt ganz vieles über die Pflanze. Was bist du gerade am Sammeln? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Waldmeister gefunden. Aha, welchen ist der? Das ist das da, das Kraut da. Aha. Und das ist recht speziell. Aha. Alle Blätter kommen auf der gleichen Höhe raus. Schmeckt noch nicht so. Schmeckt noch nicht so. Man muss es ein bisschen welken lassen. Ein bisschen anwirken lassen und dann kommt der Duft raus. Nach frischem Heu oder speziell nach Waldmeister. Ah, spannend. Ja. Den gibt es auch im Sirup, gell? Gibt es auch Sirup und man kann auch eine Maibowle machen. Okay. Wird noch fein. Und du gibst auch Kurs oder Ausbildungen oder so? Also, du gibst dein Wissen weiter hier im Wald? Ja, ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Das finde ich spannend. Die Leute so ein bisschen anführen, was so ein bisschen vor der Haustür wächst oder eben da am Waldrand. Das finde ich lässig, mache ich gern. Und ich tue natürlich aber auch noch sagen, was man nicht kann essen. Das ist immer wichtig. Ja, okay. Was das kann man denn zum Beispiel nicht essen? Also siehst du gerade etwas? Ja, da hat zum Beispiel die Buschwindrösli. Aha. Die sehen so ein bisschen aus. Das sind die Wiesen da? Ja, das sind die Wiesen. Jetzt siehst du da die Buschwindrösli und nebenzu hat es gerade Zurchli. Und die sind doch beide. Und sie sehen recht ähnlich. Recht ähnlich. Und das ist so ein bisschen feine Zeichnung drin in den Blättern. Aber alle sehen das nicht so genau. Aha. Also auf jeden Fall. Das gescheit nicht. Ja. Hingegen das ist gut. Hat so. Ui, wow. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Pilzen. Sie sehen recht ähnlich aus. Und die einen sind schwer giftig und die anderen ganz kann man genau essen. Ja. Okay. Da wären auch Pflanzen, die so schön blüht. Ich habe jetzt hier schon weiter vorne eine genommen. Das ist die da. Die kann man essen? Die kann man essen. Das ist eine Lichtnelke. Und die kann man auch essen? Die kann man auch essen, ja. Ja, wirklich. Das ist Wiesenschaumkraut. Okay. Und also, ich schaue immer genau. Weil manchmal entdeckt man da oben bei den Blüten einen kleinen orangigen Punkt. Und das wäre dann ein Ei, das man schmettern muss. Ah, ja, genau. Hey, du hast gute Augen. Genau. Und der Schmetterling, der legt nur ein Ei pro Pflanze ab. Okay. Damit seine Raupe auch sicher genug hat. Weil aus dem Ei schlüpft natürlich dann die Raupe. Du kennst sicher die Metamorphose. Und ich weiss wahrscheinlich, was du jetzt willst sagen. Das sollte man zum Beispiel nicht genau essen. Genau. Sollte man jetzt noch ein bisschen stehen lassen für. Also, zuerst muss man wissen, welche sind die essbaren Pflanzen. Und wenn sie essbar sind, muss man schauen, ob es noch Eier oder so dran hat. Und damit genau. Okay, ja, das nicht, macht natürlich macht Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn. Also, dann nehmen wir doch noch ein paar mit von denen. Ja, schauen wir noch genau. Also, da, das könnten wir jetzt nehmen zum Beispiel. Dann tun wir es so von Hand. Ja. So. Okay. Können wir noch ein paar nehmen. Das ist gut. So. Sehr schön. Und was machst du jetzt mit denen? Ja, ich habe noch eine Überraschung vor. Okay. Es gibt ein Apero. Ah, wirklich? Ja. Schön. Und ich habe da schon ein bisschen Sachen gesammelt. Dann machen wir so verschiedene Sachen daraus. Etwas Feines. Das gibt es dann später. Ich bin gespannt. Danke vielmals. Dann lasse ich dich weiter sammeln.
danke. Ja, weil ich gehe jetzt zum Turm, wo meine anderen Kollegen treffen. Bis später. Bis später. Ciao. Susan. Ciao. Rudi Eschbacher, wir stehen hier auf dem Roosevelt-Platz. Dass dieser Ort so heißt, hat historische Gründe. Ja, der Platz heißt Roosevelt, weil Frau Roosevelt, die Witwe vom seinerzeitigen Präsident Franklin Roosevelt, nach Zürich kam, sich in Zürich führen lassen hat durch den Silwald und sehr begeistert war von dem Silwald. Wir sehen hier riesige 200 Jahre alte Buchen. Inzwischen gilt die Buche in der Schweiz als gefährdet. Im Jura sterben viele Buchen, aber hier gedeihen sie gut. Buchen verträgen nicht allzu viel Hitze. Sie sollten auch einen Standort haben, wo es genug Wasser hat. Und das ist hier in dem Silwald extrem gut vorhanden. Es ist ein Abhang, der orientiert ist nach Nordosten. Hat nicht einen direkten Südeinfall von der Sonne. Und darum ist das eigentlich auch von der Erde her alles zusammen ein optimaler Standort für Buchen. Darum sind auch die Buchen so gross geworden. Es gibt nicht viele Standorte, wo man so grosse Buchen sieht wie in dem Silwald. Also ich denke, auch in Zukunft werden da weiterhin Buchen wachsen. Vielleicht sogar noch mehr als 50 Meter oder bis gegen 60 Meter hoch. Auch Christian will noch mehr über die vielen hier wachsenden Baumarten erfahren. Dazu trifft er sich mit der Forstingenieurin Isabel Roth. Isabel, ich bin richtig begeistert von diesem Ort. All das viele Totholz und doch spürt man, wie das Ökosystem lebt. Also dem Standort sind wir bei vielen Fichtenholz, das ist Rottannenholz. Und das ist so zustande gekommen, dass da ein Haufen Fichten gestanden sind. Die haben aber eine Trockenheit erlebt und dann auch einen Sturm und viel Hitze. Es war sehr heiß in den letzten Jahren. Und dann ist auch der Borkenkäfer gekommen. Und der Borkenkäfer hat sich entwickeln nach einem Sturm und ist dann an die Fichten gegangen und dann sind die auch umgekehrt. Was man aber jetzt auch wunderschön sieht, und das ist im Naturwaldkreislauf so, es sind dann auch ganz viele andere Tiere gekommen, wie zum Beispiel die Spechten, die an dem toten Holz rumpicken und Käferli rausziehen. Also das tote Holz, das ist eigentlich voller Leben. Und es entwickeln sich auch andere Arten da drin entwickeln, wie zum Beispiel Feuersalamander könnt jetzt hier wohnen. Der hat gerne Feuchtigkeit. Und da, wenn du das anlangst, ist es sehr feucht. Ja. Kannst du mal reinlangen. Und hier haben wir zum Beispiel noch ein Pilzgeflecht, das du gerade noch so siehst. Jetzt kannst du mal da ein bisschen graben. Vielleicht findest du irgendein Tierchen. Der ist ja gar nicht echt. Der ist aus Plastik. Ja, das ist meine eigene. Das ist kein echter, das ist richtig. Aber ich habe ihn für dich da versteckt, weil ich nicht wollte, die richtigen stören, die echten Lebensräume. Aber die lieben wirklich da, die Hei. Von da ist der Fürsalam. Danke für diesen Scherz und für die vielen Informationen. Sehr interessant. Nun treffe ich Binja und Alain beim Turm. Ci rivediamo presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Unglaublich, diese Rundsicht, das habe ich selten so gesehen. Vor allem, wenn man im Wald war, tut es gut, ihn jetzt von oben zu sehen. Das gibt eine ganz andere Perspektive. All diese Baumspitzen. Und hinter den Hügeln am Ende des Sees liegt die Stadt Zürich. Jetzt kommt auch Binja zum Treffpunkt auf den Aussichtsturm Hochwacht, der auf über 870 Meter über Meer liegt. Schwindelfrei muss man definitiv sein, wenn man mit der spektakulären Aussicht belohnt werden möchte. Puh. Hey. Ciao, Binja. Wow. Hallo. Wie viele Stufen sind es? Hast du gezählt? Nein, keine Ahnung. Es sind gefühlt 3000. Das ist mega. 152, ich habe sie gezählt. Okay, okay. Aber es lohnt sich. Schau dir diese Aussicht an. Sie ist so schön. Herrlich. Wow. Unser Moderationstrio ist von der Aussicht begeistert. Von hier oben kann man den ganzen Park überblicken, der wie eine Oase zwischen den Ballungszentren Zürich und Zug liegt. Binja macht sich bereits wieder auf den Rückweg. Sie wird von Susanne erwartet, die für das Trio, wie versprochen, eine kulinarische Überraschung zubereitet hat. Ist das der Waldmeister? Genau. Ah, okay. Und was haben wir? Ah, das sind Lindenblätter, gell? Und Buchenblätter. Genau. Die kann man einfach so essen? Die kann man einfach so essen. Okay, bin ich gespannt. Da haben wir noch die Blümchen vom Die Feierli. Ja, Feierli. Schön. Und ja. Und das nehme ich mal schwer an, das ist Bärlauch. He? Sehr genau. Okay. Wow, mega schön. Darf ich dir das überlassen, dass du da noch etwas machst? Es hat Brötchen, okay. Es hat etwas zum Drauftun, es hat ein bisschen Dekoration. Da wäre noch mal ein Pesto. Also und los, ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Gut, also, noch einen schönen Abend. Ah, ja, okay, du gehst gerade. Ich also gut, ja, ja. Tschüss. Tschüss. Danke vielmals. Ja, ist sehr gern geschehen. Binja, was hast du Feines zubereitet? Ich komme mit dem richtigen Moment. Aha, sind die Blumen sind zum Essen? Mais oui. Oh, ja, super. Ja. Bello. Auch noch ein bisschen Blätter. Was ist das alles? Ganz unterschiedlich. Bärlauch, Buchenblätter und Lindenblätter als Snack. Das ist ein Bärlauch-Weihe-Gisch. Ich kann mich nicht mehr an ganz alle Blümchen erinnern, aber es sieht fein aus. Was hat dir am Spaziergang am besten gefallen? Sehr viel. Aber ich glaube, das, was mir am meisten geblieben ist, ist die Begegnung mit den Junior Rangers. Das hat mich ein bisschen erinnert an mich früher. Ich war auch in so einer Naturschutzjugendgruppe. Und dort sind wir immer in den Wald gegangen und haben Sachen gemacht, wie auch Amphibien gerettet zum Beispiel oder halt viel über Pflanzen und Tiere gelernt. Und ich finde es sehr schön, dass man das hier im Seelwald auch macht. Wirklich Kinder schon von jungem Alter an sensibilisieren für die Natur. Das finde ich sehr wertvoll. Mich hat die unglaubliche Geschichte dieses Waldes beeindruckt. Während Jahrhunderten wurde er industriell genutzt und heute ist er ein geschützter Naturraum. Anfängliche Widerstände wurden überwunden, indem alle Parteien mit einbezogen wurden. Der Seelwald ist ein wunderbares Beispiel nachhaltiger Umnutzung und ich hoffe, dass andere Regionen ihm folgen werden, denn genau das brauchen wir heute. Mich hat fasziniert zu sehen, wie sich die Natur ihren Raum zurückerobert. Der Wald ist bereits ein wenig verwildert. Solche leicht chaotische Naturräume finde ich toll. Sie dienen auch der Forschung, sozusagen als Labor unter freiem Himmel. Die Begeisterung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist ansteckend. Das erinnert mich an meine eigene Forschungszeit. Und nächste Woche?
Ah, nächste Woche gehen wir ins Val Galanca. Zusammen mit euch, zusammen mit Ihnen. Wir treffen uns dann wieder. Und was mich besonders freut, dann geht es nämlich in die Berge. Sote! Viva! Ching, salute! Ching! Prost! Zum letzten Mal habe ich mit 15 eine Cervelat gegessen. Danke, danke vielmals. Das ist echt. No, non può pas faire, non bisogna farlo, però. Die Fleur d'Acacia. Das ist schneiden und das ist wirklich. Das ist ein vollwertiges Wachstum.